Gastronomen aus 10 Ländern entlang der Donau versorgen die Besucherinnen und Besucher während des Donaufests mit Leckereien aus ihrer Heimat. Auch gewöhnungsbedürftige Spezialitäten wie zum Beispiel Hähnchenhoden-Gulasch. Am Vortag der Eröffnung fand der traditionelle Fahnenlauf für das Donaufest statt. Mehr als 90 Teilnehmer machten sich trotz Regen mit einer handgemalten Fahne von der Ulmer Messehalle auf den Weg zum Festgelände. Das diesjährige Motto: Einigkeit in Vielfalt. Möglichst viele Facetten, die der Donauraum zu bieten hat, sollen gefeiert werden. In den nächsten 10 Tagen wird es dafür auf beiden Seiten der Donau etliche Konzerte, Diskussionsrunden sowie einen Markt geben. Obwohl oder vielleicht gerade weil das Donaufest nur alle 2 Jahre stattfindet, ist die Stimmung bei den Marktbeschickern hier sehr gut. Die Besucherinnen und Besucher, die können sich unter anderem auf kulinarische Köstlichkeiten freuen. Gastronomen aus 10 Ländern entlang der Donau sind nämlich hier. Für alle Menschen, zum Beispiel in Pflegeheimen oder Seniorenresidenzen, die es nicht auf das Donaufest schaffen, gibt es die Aktion „Das Donaufest kommt zu Ihnen“. Die Organisatoren rechnen mit rund 400.000 Besuchern.